Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop für die Woche, die am 5. September, also morgen, beginnt. Wenn ihr das letzte Wochentaroskop gesehen habt, habt ihr schon mal mitbekommen, dass wir nicht live gehen konnten und auch leider ist das heute wieder der Fall. Wir sind gerade nicht gemeinsam unterwegs, wir gehen sozusagen getrennte Wege und deshalb mussten wir das vorab aufnehmen. Ich hoffe, wir werden am Ende der Woche wieder zusammenfinden. Was meinst du, lieber Roe? Ich hoffe auch. Aber auch von mir ein herzliches Willkommen. Toll, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sind jetzt ja mitten in der Jungfrauzeit. Für alle, die sich gerne auch nochmal mit den Hofkarten zu diesem Thema auseinandersetzen wollen, habe ich am Donnerstag einen Hofkartenimpuls gemacht. Ich komme schon wieder ganz durcheinander. Schaut euch das doch mal an. Wir haben nämlich gerade von den Hofkarten und den kleinen Arkana her eine wirklich, wirklich tolle Woche, die auf uns wartet. Und auch aus Sicht der Planeten passieren einige Dinge, die vielleicht ganz schön sind. Wir haben ja eine relativ ruhige Woche in der letzten Woche gehabt, die heute sozusagen endet. In der nächsten Woche gibt es wieder einige lebendigere Impulse. Ich habe gerade wieder mal erfahren, dass wir sowieso gerade Portaltage haben. Yes. 10 Tage hintereinander, die begleiten uns natürlich auch durch diese Woche. Aber morgen, am Montag, wird Venus, die jetzt noch ein bisschen so Venus-stolze Löwe-Energie uns gebracht hat, in die Jungfrau gehen, um 6 Uhr morgens ungefähr. Und das bedeutet für uns alle, dass wir noch ein wenig busier werden. Der Sommer, wo wir uns langgelegt haben, der ist jetzt wirklich durch. Wir kommen in die dunklere, wir kommen auch in die etwas kühlere Jahreszeit, was für manche ganz angenehm ist. Und es geht ans Ernten. Und das dabei unterstützt uns Venus in der Jungfrau auf jeden Fall. Es ist ganz spannend, dass die Karte, die gerade aktiv ist in den nächsten 10 Tagen, Hofkartenimpuls, denkt dran, euch das anzuschauen, auch Venus in Jungfrau zugeordnet ist, nämlich die 9 der Münzen. Also wir sind gerade in einer sehr starken 9 der Münzen-Energie. Und dann ist eigentlich den Rest der Woche Ruhe bis am Samstag. Das wird besonders Christopher Weidner von der Geheimnisakademie freuen. Merkur rückläufig wird. Um 3.39 Uhr am Sonnabend wird er in der Waage den Rückwärtsgang einlegen und dann allmählich wieder zurückwandern. Und dann haben wir am selben Tag am Sonnabend um die Mittagszeit, eigentlich exakt um 11.59 Uhr, auch noch den Vollmond in Fische. Und ja, auch das wird uns wieder begleiten durch diese Woche. Wir spüren jetzt so langsam, wie diese Vollmondenergie immer mehr aufbaut. Und ich bin sehr gespannt, was uns der Fische-Vollmond bringt. Denn für alle Fische unter uns, kann ich gleich mal jetzt endlich mal was am Anfang dieser Session was über die Fische sagen, ist das natürlich ein ganz wichtiger Mond. Er bringt Dinge zum Abschluss, die wir in der Fischezeit begonnen haben. Doch dazu schaut ihr euch bitte nochmal den Mondimpuls an, den es natürlich auch wieder zum Vollmond geben wird. Damit habe ich eigentlich gesagt, was astrologisch wichtig ist in der kommenden Woche. Lieber Roy, du hast ja da eine sehr interessante Karte liegen als Spirit Guide. Ja. Was ist das denn? Ich fand, das ist eine schöne Karte. Der Spirit Guide kommt heute aus der Familie der Yoga-Karten. Nicht der Yogi-Karten, sondern der Yoga-Karten. Hat auch nichts mit den Yoga-Soda zu tun, sondern ist diese berühmte Übung, die man machen kann. Ich habe übrigens letzte Woche mit einem sehr tollen Yoga-Mann ein Gespräch gehabt. Also das ist nicht nur für Damen, sondern das geht auch für Männer. Ja, ich habe Ruhe davon überzeugt, dass wir daraus eine Karte nehmen. Nochmal danke an Herzensmensch für das Stiften dieser Karten.
Und warum wollte ich das nehmen? Wir sind jetzt ja in der Jungfrauzeit und da geht es sehr stark darum, sich geistig, aber auch vor allem körperlich fit zu halten. Sehen wir hier gerade an der Lady. Aber ich bin mir der Ansicht, das ist die Rückseite der Karte, Ja, oder? natürlich. Und ich finde auch, die Katze macht schon Yoga. Ne? Also ihr seht schon, es gibt auch Yoga für die Tiere. Und jetzt schauen wir uns mal den Spirit Guide für diese Woche an. Aber bevor ich den umdrehe, sag mal, Kirsten, habe ich da irgendwas im Gesicht gemalt? Ich habe einfach immer das Gefühl, ich habe da doppelte Augenbrauen. Kann das sein? Okay, egal. Ich habe schon Ich glaube, es ist einfach ein Schattenwurf. vorher so ganz diskret versucht zu. So, muss die Kappe, die fände ich auch. So. Wenn du da noch was sehen kannst. Nee, aber man kann mich auch. Okay, zurück zum Spirit Guide. So, da ist er. Und es ist ein informativer Spirit Guide diesmal. Einer, der unsere Frontallappen ein bisschen anspringt und der uns erzählt, was es alles bei Yoga für Richtungen gibt. Zum Beispiel gibt es da das berühmte Kundalini-Yoga. Oder das Asfanga, oder das Lyenga, oder das Hatha, oder das Jiva Mukti. Oder ich muss jetzt spielen, oder das Yin und Yang Yoga. Und dann steht noch auf der Karte, es heißt übrigens, dass Yoga dich findet. Probier also ruhig mehrere Stile aus und vertraue auf dein Bauchgefühl. Und was sagt uns das jetzt für die kommende Woche? Dass wir uns ausprobieren dürfen, dass wir uns nicht auf ein Ding fokussieren sollten, dass wir nicht sagen, ich weiß eh schon alles, sondern dass wir ruhig hergehen dürfen und sagen, oh, jetzt geht der Merkur mal rückläufig. Jetzt probier mal Dinge aus, die ich sonst nicht getan habe. Oder, was war da noch? Da war noch ein anderer, der so nach vorne ging, nämlich die Venus. Ne? Also dann darf man die ruhig in die Jungfrau reinhauen. Also von da gesehen, probiert euch aus, erlaubt euch mal anderes, vielleicht auch um 180 Grad gedreht. Denn dann bekommt euer ganzer Fokus noch einen größeren Rahmen. Ich finde, du machst dich sehr gut als Yoga-Lehrer, aber noch besser machst du dich als Kartendeuter. Und von daher würde ich jetzt, glaube ich, gerne diesen Spirit Guide verlassen und Ruhe und mich Yoga, mit den never. Karten durch die Tierkreiszeichen Sehr gerne, liebe beschäftigen. Kirsten. Die Karten hast du, glaube Ja. ich. Ich habe mal wieder in unserer Kiste gekramt, was wir alles so haben an Karten und dachte, lasst uns doch einfach mal das Arcus Arcanum Tarot ausprobieren. Ich selbst habe damit noch nie gearbeitet. Kennst du das Deck? Dann hat Rohe heute ein Heimspiel. Ich wollte dazu aber noch sagen, dass diese Karten stammen von Hans-Rudi Wäscher, in einem Wort geschrieben, der Hans-Rudi, und Günther Hager. Und sind das Schweizer? Ja, Hans-Rudi ist ein Name, den findest du nur südlich des Bodensees. Alles klar. Also beschäftigen uns mit einem Schweizer Deck. Kein Wunder, dass du es dann kennst. Vielleicht kennt ihr anderen da draußen das ja auch. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Karten und werde einfach mal die legendäre Triangel anschmeißen. Und los geht's mit unserer Reise durch den Tierkreis Wochentaroskop für die Woche ab dem 5. September. Natürlich starten wir schon wieder mit dem Widder. Es tut mir sehr leid, liebe Fische, Wassermänner, Steinböcke. Die sind Ihr seid aber die arm. sozialen Zeichen des Tarot, nicht der Welt. Und könnt dadurch vielleicht etwas euch gedulden. Ja, liebe Widder, ihr seid nicht das geduldigste Zeichen. Von daher ist es immer gut, dass ihr am Anfang steht. Und für euch ist eigentlich gerade keine wesentliche Neuerung in Sicht. Gut, Venus verlässt den Löwen. Der Löwe ist euch ja sehr wohlgesonnen als feuriges Zeichen, ebenso wie ihr das seid. Venus wird jetzt ja in die Jungfrau reisen. Das verändert vielleicht für euch ein bisschen das Thema Selbstbewusstsein, positives Lebensgefühl und stärkt eher das Thema, jetzt muss ich doch mal wieder was tun und arbeiten.
Und dabei unterstützt euch euer Herrscher Mars, der ja in den Zwillingen sich es inzwischen gut eingerichtet hat und euch hilft beim Brainstorming, bei Planung von Projekten, die jetzt noch anstehen, um eure Jahresziele zu erreichen. Und auch Jupiter, der durch euer Zeichen rückwärts läuft, bewegt sich immer mehr Richtung Fische, um nochmal Visionen anzukicken, die seit eurer Widderzeit in euch arbeiten. Das ist das, was wichtig ist für euch aus der astrologischen Sicht. Und nun wird uns Roy verraten, was wir aus Kartensicht zu erfahren haben. Ja, und bevor ich die Karte umdrehe, möchte ich noch auf diese wunderschöne Rückseite verweisen. Wir sehen hier nicht nur die vier Elemente, sondern wir sehen auch das Alpha- und Omega-Zeichen, also A und O, ne? Anfang und Ende. Und wir sehen auch diese Lemniskarte in der Mitte. Und dann, was ich spannend fand, waren diese beiden, erinnere mich auch so ein bisschen an diese Unendlichkeit, diese eingerollten Schnecken auf der einen, die sich in der anderen Schnecke wiederfindet. Mhm. Aber was mich noch interessiert, kennst du das Zeichen, das in der Mitte von oben vom Kelch runter zu der Münze führt? Was ist das, dieses... Das in der Mitte? Hier. Ja, von der Münze unten geht es raus. Das ist eine Mandorla, meinst du? Eine Mandorla, ja. Also du meinst das, wo auch die Welt drin sozusagen steht? Okay. Ne? Das ist eine Mandorla. Ja. Haben wir auch wieder unser... Und wer ganz genau guckt, sieht dann noch ein Herzsymbol, wo die beiden Wirbelwinde sich treffen. Also eine wunderschöne Rückseite, toll designt, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch eine schöne Farbe. Ja. Und es geht los bei den Widder mit dem Ritter der Kelche oder Kelchritter, wie es hier heißt. Sehr romantisch. Ja, sehr romantisch, sehr, sehr, sehr mit viel Emotionen, mit einer Harfe auf seinem, in seiner rechten Hand. Also da kann man davon ausgehen, dass er sehr sich viel darüber nachgedacht hat. Er hat aber auch den Kelch auf seinem Schild. Also da zeigt er sich schon, was ihn auszeichnet, was er gerne hat. Und er hat einen weißen Rappen, mit dem er so den Hang hinunterreitet. Im Hintergrund die Schiffe, der Aufbruch. Und das wäre vielleicht für euch, Liebe, wieder schon mal der erste Hinweis. Ihr hattet ja letzte Woche schon ganz tolle Karten, dass ihr euch jetzt emotional weiterentwickeln wollt, dass ihr euch emotional weiterkommt. Das wäre jetzt für euch so der Hinweis für die nächsten Tage. Mir fällt dazu nochmal ein, dass ich ja eben gesagt habe, Jupiter reist langsam zurück in die Fische. Mhm. Also eure Visionen, die ihr im Frühjahr hattet, jetzt wieder aus dem aus der Schublade kramen, um damit etwas anzugehen. Und zwar emotional. Ja. Und in Sachen Liebe ist das auch immer eine gute Karte. Oh, holla. Ja, liebe Wiedergeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Der Stier ist an der Reihe und für euch, liebe Stiere, ist es natürlich immer relevant, wenn Venus, eure Herrscherin, das Zeichen wechselt. Morgen geht sie von dem Löwen in die Jungfrau und für euch ist das sehr angenehm, denn die Jungfrau ist wie ihr mit der Erde verbunden, mit der Erdung verbunden und das hilft euch, das Thema Selbstliebe, Genussfähigkeit, körperliche Sinnlichkeit nochmal ganz schön auszuleben. Leider wütet Uranus weiterhin in eurem Zeichen und sagt immer wieder, keine Zeit zum Ausruhen, aber Venus wird euch doch ein bisschen dabei unterstützen, immer mehr in die Ruhe zu kommen und das, was im Außen auf euch einprasselt, ein wenig gelassener zu sehen. Roy, wie sieht es denn mit den Karten aus? Ja, drehen wir mal um. Bingo. Mhm. Ist ja auch eine interessante Karte. Münzen. Ja. Ja, so eine Art unterer Teil des Lebensbaums, oder? Ja, nicht ganz. Ja, könntest du ein bisschen höher mal die Kamera halten? Damit klar. Okay, also da sind... Das ist der obere Teil, Moment. Aha. Menschen und... Also Familie irgendwie. Und im Vordergrund sieht es so aus, wie wenn da jemand die Münzen klauen würde. Zwei haben Pech und drei sind... Zwei müssen die Rechnung zahlen und dreien geht's gut sozusagen. Ja, verlieren vielleicht ein bisschen etwas, werden ausgeraubt oder... Der eine sieht aus wie aus Asterix und Obelix.
Jetzt wisst ihr, was Kirsten in ihrer Freizeit macht. Ne? Sie sagt, Bücher schreiben, in Wirklichkeit liest sie Goscinny. Ja, liebe Stiere, vielleicht ist das schon mal der Hinweis an euch, dass ihr in den nächsten Tagen, ihr habt es ja gehört, astrologisch wechselt da ein bisschen was, ihr den Gürtel enger schnallen solltet. Dass ihr vielleicht euch auf den einen oder anderen kleinen Verlust einstellen solltet, der da sich leider ganz diskret, ganz diffizil, ganz von hinten durch die Hintertür ranschleicht. Aber es ist nicht ein Totalverlust, es ist nicht ein 100% Abschreiber. Nee, noch habt ihr eigentlich die Zeche bezahlt, wie es der Schuldeintreiber da mit diesem Papier zeigt. Und ihr könnt euch darauf einstellen, dass vielleicht noch nicht alles verloren ist, wenn ihr gut handelt, damit eure Fische-Energie, die ihr durch den Vollmond bekommt, nicht völlig flöten geht. Ja, so ein Stier, der genießt ja auch gerne mal und gibt mehr Geld aus, als er oder sie sich das leisten kann. Und da könnte diese Karte natürlich auch zur Ökonomie, das ist ja ein Thema der Jungfrau, euch anhalten. Wir wissen ja alle, was jetzt auf uns zukommt. Also die nächste Chanel-Tasche muss nicht unbedingt sein. Schade. Ja, ich gönne sie mir jetzt auch erstmal nicht. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Karte des Zusammenhaltes, ne? Also wer sind eure die Leute, mit denen ihr gerne jetzt durch diese etwas anstrengende Zeit gehen wollt und auf wen könnt ihr euch weniger verlassen? Ja, wer ist schlussendlich ein treuer Begleiter, ein treuer Freund, ein guter, eine gute Person und wer entpuppt sich als weniger hilfsbereit, wer ist eigentlich eine, ja, Energieräuber, sagt man das schön in unseren Kreisen. Ne? Sehr gut. Ja, liebe Fische, liebe Stiergeborene, das waren unsere Worte für eure kommenden Tage. Wir haben da gerade eine tobende Jungfrau im Hintergrund. Aber um die Jungfrauen geht es jetzt noch nicht, sondern um die Zwillinge. Liebe Zwillinge, für euch ist das natürlich jetzt eine wichtige Woche. Abgesehen davon, dass Mars jetzt sich wirklich es gemütlich gemacht hat in eurem Zeichen und euch zu Höchstleistungen ankurbelt, sagt, gebt Gas, mach jetzt endlich die Dinge, die du über den Sommer verschlafen hast. Ja, kommt nun wieder euer Herrscher Merkur, der ja schon auch in die Waage gegangen ist, um gut mit Mars zusammenzuarbeiten und sagt, Moment mal, halt, da hast du was übersehen, da musst du noch mal was überprüfen. Da gibt es den ein oder anderen Denkzettel, damit du besser wirst, effizienter wirst. Und ich würde dir vorschlagen, dass du gerade bis Freitag noch wirklich Dinge in Gang bringst, die wichtig für dich sind, weil danach wird es ein wenig holperig für dich werden. Merkur bleibt bis zum 2. Oktober rückläufig und ja, ihr wisst ja, manche kommen ohne rückläufigen Merkur klar, also die kriegen den gar nicht mit. Andere, wie ich, sehr wohl. Achtet einfach ein Kirsten, wenig leider darauf, wieder. was euch passiert. Und dann würde ich sagen, Roy, Film ab für die Tarotkarte. Ja, mal eine andere Darstellung der Acht der Münzen. Ja, nicht dieser hemmende Handwerker. Nein, wir haben wieder diese Familie, die wir schon von der vorhergehenden Karte kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt ihr Handwerk verkauft haben, dass sie jetzt das, was sie produziert haben, weitergegeben haben und nun wird das abtransportiert von Händlern, die das Hand- oder das Werkstück gekauft haben und jetzt geht's los. Ja, und was hat Kirsten gerade erzählt? Genau das ist die Sache. Jetzt wäre eine Form des Aufbruchs, jetzt wäre eine Form von zeigen, was in euch steckt und jetzt könntet ihr eigentlich eure Qualitäten nach außen zeigen und vielleicht sogar davon partizipieren. Ja, es ist einmal eine Karte, die Umsicht heißt. Passt auch zu dem Thema, dass ihr nochmal was überprüfen müsst vielleicht. Aber auch eine tolle Darstellung von den acht Ja, Münzen, ne? es sind sehr interessante Karten, die ich mir wirklich noch nie so genau angesehen Leider. habe. Dies, liebe Zwillinge, waren unsere Worte für die nächsten, für die nächste Woche und wir wünschen euch damit wie immer. Viel Erfolg!
Der Krebs kommt an die Reihe und für dich, lieber Krebs, aus astrologischer Sicht, ist der kommende Vollmond in den Fischen am Sonnabend um die Mittagszeit sehr wichtig, denn der Mond ist mit dir sehr stark in Verbindung und gerade wenn er in einem Wasserzeichen stattfindet, der Vollmond, du bist ja auch ein Wasserzeichen, dann bekommst du sehr positive Energie, du bekommst die Möglichkeit, deinen Sommer abzuschließen, nochmal schöne Höhepunkte aus deinem Sommer herauszuziehen und dann wirklich auch in den Herbst durchzustarten. Das ist das, was das Allerwichtigste für dich ist. Ansonsten hat sich für dich astrologisch nicht viel verändert. Aber wie sieht es denn aus Kartensicht aus, lieber Roé? Noch eine Ja, Münze. wir sind im Herbst, wir sind im Erntephasus. Und die Karten wissen das, die Karten kommen so mir zu. Ich habe da nichts daran gedreht. Die ziehe ich einfach und das ist das Resultat. Wir müssen das einfach akzeptieren, ob wir verstehen, was uns die Karten erklären, oder ob wir akzeptieren, dass genau diese Karte jetzt kommt. Und ich habe gelernt, einfach zu akzeptieren, das ist nun die Karte für das Tierkreiszeichen Krebs. Und das Tolle daran ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ne, wie diese drei Personen, die da im Wasser planschen, euren Genuss zu leben. Ne? Jeder hat genau gleich viel, keiner ist überfordert, keiner ist benachteiligt. Und das ist vielleicht so der Hinweis, wir können mit unseren Energien, wir können mit unseren Erfahrungen, wir können mit unserer Erde, mit unserem An Teilen spielen und partizipieren. Also eine wunderschöne Karte, auch sehr toll in den Farbtönen, gefällt mir außerordentlich gut. Finde ich auch eine Geben- und Nebenkarte, vielleicht was in Ausgleich bringen, finde ich sehr gut. Und das, liebe Krebsgeborenen, war eure Karte für die nächste Woche. Liebe Löwen, ihr seid nun an der Reihe und für euch, liebe Löwen, ist natürlich auch der Vollmond sehr wichtig. Die Sonne steht ja zu Vollmond dem Mond gegenüber, wird von ihm berührt und die Sonne ist euer Zeichen. Ja, ansonsten ist es für euch natürlich traurig, wenn die Liebesgöttin euer Zeichen morgen schon verlässt. Ich hoffe, ihr habt das Beste rausgeholt. Eure Löwezeit, eure Geburtstagszeit, eure Sommerzeit klingt jetzt aus und auch ihr müsst wieder anfangen, euch zu bewegen. Nun hat Rui schon alle Münzkarten gezogen, die dazu Wahnsinn. auffordern, praktisch und down to earth zu werden. Mal sehen, was ihr jetzt tun sollt in der kommenden Woche. Hi! Liebe Löwegeborenen, die Nummer 20, hier heißt sie die Entscheidung. Und wir sehen schon wieder, na, vom Himmel kommt einer runter, der da mit einem Schwert mal zeigt, was er für Kraft, was er für eine Klarheit, was er für eine Durchschlagskraft hat. Und unten steht eine weiß gekleidete Frau, die will vielleicht den Engel empfangen, die hat vielleicht die Freude, dass der Engel kommt, oder sie will auch diese Aggressivität des Engels abwehren, indem sie sich entgegenstellt. Nun, mir persönlich ist nicht bekannt, wie der Engel heißt, ist ja auch nicht so wichtig im ersten Moment. Wichtig ist für mich vielmehr, dass wir die Gewissheit haben, dass ihr Löwe Geborenen die Gewissheit habt, dass ihr den Regenbogen habt. Und der Regenbogen ist ja der Punkt, wo ich sage, das ist das Symbol des Friedens, das ist das Symbol der Hingabe und des völligen sich Freuens über das Sein. Und von da gesehen eine sehr schöne Darstellung und ich habe wenig so wie sonst bei der Karte 20 irgendwelche komische Affirmationen. Ich habe hier eine tolle Aussage. Freu dich, nimm an, was du bekommst und genieße diesen Zustand. Es geht auch darum, eine Entscheidung offensichtlich zu treffen. Ja. Denn so heißt ja die Karte. Und mir fällt dazu ein, dass die Löwen jetzt wirklich in ihr neues Lebensjahr starten. Das Und stimmt. du solltest dir überlegen, welche Entscheidungen du jetzt triffst und wie du sie umsetzt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass der, da das Schwert
übernehmen soll, was der Engel. Ja, es ist kein Schwert, ne? Es ist, doch, er hat ein Schwert. Ja, Schwert so, und eine Basaune. Nimm dieses Schwert und tu was und damit. Kämpfe. Und kämpfe. Oder bringe damit, ne, wir haben das Element Luft mit dem Schwert, bring die Idee in die Welt und kämpfe darum. Also das wäre auch so eine Entscheidung. Und man sieht im Hintergrund sehr viele Menschen, das sieht man jetzt ein bisschen schlechter, da im Hintergrund sind sehr viele Personen, die da vielleicht auch jubilieren und sich auch über diesen jüngsten Tag erfreuen. Also von daher gesehen, liebe Löwegeborenen, eine sehr tolle Karte, eine sehr zukunftsgerichtete Karte. Genießt sie. Alles klar. Was ist mit deinem Satz? Habe ich doch gerade gesagt. Genießt sie, hast du gesagt. Genau. Das ist unsere Karte für euch, liebe Löwegeborenen. Genießt sie. Was ist mit dem Satz? Was ist mit der Glocke? Ah, hier ist sie. Liebe Jungfrauen, es ist immer noch eure Geburtstagszeit und das auch noch 20 weitere Tage lang. Ihr könnt euch also freuen. Für euch ist es natürlich sehr angenehm, wenn Venus euch jetzt endlich besucht und euch mit Selbstwert und Selbstliebe ausstattet und dafür sorgt, dass ihr euch noch ein bisschen besser um euch selbst kümmert, als ihr das eigentlich sowieso als Zeichen der Hygiene, der Körperlichkeit und der Achtsamkeit tun solltet oder es sowieso tut. Ansonsten wird Merkur, euer Herrscher, ja rückläufig jetzt am Sonnabend und das ist natürlich auch für euch relevant, denn er wird nicht nur rückläufig in der Waage, sondern er wird auch nochmal Richtung Ende September in euer Zeichen zurückkommen und mit ein paar Fehlern aufräumen, die ihr vielleicht gemacht habt. Schaut euch nochmal an, was wir zu den Zwillingen gesagt haben, denn ihr habt da ähnliche Themen und der Vollmond am Sonnabend in der Mittagszeit ist auch ein sehr wichtiger Vollmond für euch, denn euer Gegenzeichen Fische ist darin involviert. Da geht es wirklich auch wieder darum, das Seelische mit dem Irdischen zu verbinden. Wichtige Aufgabe für euch und Rohe zeigt euch, wie ihr das jetzt macht. Ja, es geht mal um den Intellekt. Für Jungfrauen ist das ja kein Problem. Und wir haben die 7. 7 Schwerter. Ja. Wir haben hier keinen Kerl, der irgendwelche Dinge aus einem Zelt raus, rein, rumbringt, sondern wir haben hier eine Gruppe, die sich zusammenrottet, die, und jetzt kommt's, mit ihrem Geist etwas erschafft. Und ich glaube, diese Karte ist für die Jungfrauen prädestiniert. Ne? So dieses intellektuelle Zusammenstehen, dieses, wir bauen mit unserer Geisteskraft etwas Neues. Ich glaube, das können Jungfrauen sehr gut. Strukturieren auf jeden Fall. Und du musst ja auch diese 7 Personen zusammenbringen. Du musst ja diese 7 Mann erst haben. Du musst diese 7 Mann ja auch überzeugen, dass sie das tun, was sie sollten. Und darum finde ich, dass du eine perfekte Karte für das momentane Geburtszeichen oder Geburtstags. Und dann dieser Traum, da diese Burg zu erreichen. Dieses Avalon, ne? dieses ihre oder ihr eigenes Jerusalem vielleicht sogar, ne? Dass sie sagen, wir errichten uns das im Geiste, das kann uns keiner mehr zerstören und wegnehmen. Ne? Ja, also gemeinsam anstatt einsam Pläne schmieden und sie umsetzen, ist ein wichtiges Thema bei dieser Karte. Ja, sehr schöner Satz. Ja, sehr spannend und ich denke, das wird die Jungfrau dazu animieren, jetzt in ihrer Jungfrauzeit schöne gemeinsame Aktivitäten mit anderen Menschen anzustoßen. Was meinst du? Ja, und vielleicht sogar, wir sehen hier noch diesen Fluss der Emotion auch zu realisieren. Mhm. Also sehr toll, sehr schön. Ich glaube, liebe Jungfraugeborene, mit dieser Karte habt ihr eine wunderbare Wochenkarte zugemischt bekommen. Und das waren unsere Worte für euch. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Roy, aber ich brauche jetzt eine Trinkpause. Oh, ja, dafür haben wir die große Tasse heute dabei, ne? Wir nehmen auch die kleine. Ja, jetzt geht's mir besser. Mit dem selbstgekelterten Tee. Der selbstgekelterte Tee. Und zwischenzeitlich, ja, wir haben eigentlich keine News gerade, außer dass
wir jetzt wirklich gerne wieder auch mal live mit euch zusammen sein wollen. Aber ab nächster Woche sollte das wirklich klappen. Tut uns echt leid, dass wir das gerade nicht so hinbekommen. Aber wir bemühen uns wenigstens immer, um 19 Uhr am Sonntag live zu gehen, weil dieses ewige Hin und Her mit den Zeiten ist einfach auch doof. Ja, ich möchte vielleicht noch eine kleine Werbung machen für die, die die Sendung mit Armin und mir vom Donnerstag noch nicht gesehen haben. Schaut sie euch an, da hatten wir viel Spaß. Und dann haben wir natürlich auch noch was ganz Tolles zu vermelden. Ah, ja? Ding, 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 ding. Jetzt müsste ein Hurra kommen. Dieses Buch. Genau dieses. Kannst du ja nochmal da hinlegen. Ist im März herausgekommen. Ja. Und heute haben wir erfahren, dass es schon wieder neu aufgelegt werden muss. Also alles ist ausverkauft. Genau, es ist wie beim Sommerschlussverkauf, alles muss raus. Und dieses Buch hat es an erster Stelle geschafft. Es ist ausverkauft, es wird neu gedruckt, habe ich heute erfahren. Und ich freue mich sehr und ich möchte an dieser Stelle mich bei Königs Futurania, bei der Geschäftsleitung, aber auch bei allen Mitarbeitenden herzlich bedanken für die Unterstützung während der Produktionsphase. Ja, echt toll. Und das reicht jetzt aber auch. Ja, fertig mit der Werbung. Werbungsthemen. Ja. Ich hätte jetzt hier auch Werbung einblenden müssen. Genau. Und du hättest jetzt auch sagen können, unser Sponsor Baden. Lass uns lieber weitermachen. Genau. Ich warte auf die Glocke. Ja, es geht weiter mit der Waage. Und du hast es schon gehört, liebe Waage. Merkur hatte sich gut durch dein Zeichen durchgearbeitet und jetzt werden ihm am Sonnenabend Knüppel zwischen die Beine geworfen. Er muss den Rückwärtsgang einlegen und wieder zurückgrätschen bis 2. Oktober. Und er verlässt dein Zeichen dadurch auch nochmal, geht zurück in die Jungfrau. Für dich bedeutet das, dass die Dinge, die jetzt gerade so bei dir in Schwung gekommen sind, ja, doch vielleicht jetzt nicht so klappen, wie du dir das gedacht hast. Aber das Gute an rückläufigen Merkur ist immer, dass er uns auf Dinge aufmerksam macht, die uns viel Geld ersparen, weil wenn wir einfach weitermachen würden, ohne nochmal was zu überdenken, um zu planen, ja, einfach ins Elend laufen würden. Und beobachte einfach jetzt ab Sonnabend, wo was schief läuft, mach da ein Troubleshooting und dann läuft es wieder bei dir. Und du, lieber Rui, erzählst uns, was die Rui-Karten sagen. Na, das passt ja. Ja, wie die berühmte Faust aufs Auge. Und eigentlich muss ich gar nichts mehr sagen, denn der Hängende, und ich finde es cool, endlich mal heißt es der Hängende. Aha. Der Hängende zeigt uns hier ganz klar und unmissverständlich, guckt her, so schaut's aus. Im Moment ist nicht Aktivität. Ne? Er hängt wie Odin an der Weltenesche, ist sogar ein Irr, ne? Ist ein Algitz, oder? Ist das? Ja, ein Algitz, Rune, der hängt hier. Ja. Und was spannend ist, ne? Wenn er aufrecht stehen würde, wäre der Speer verkehrt oder umgekehrt. Ne? Also der Speer zeigt nach oben, er hängt nach unten. Also auch der Speer hat seine Wirkung nicht, also der zeigt eigentlich nicht dorthin, wo auch der Kämpfer, der Krieger hingeht. Auch das Schild liegt am Fuß bei den Wurzeln des Baums. Also von daher gesehen, er ist in völliger Passivität, er ist schutzlos und das ist ein Hinweis für euch, liebe Waage Geborenen. Erlaubt euch mal ein bisschen einen Aufbruch eines Panzers, der euch vielleicht umgibt, um ein bisschen dieses Gefühl: ich bin jetzt mal nicht hinter meiner Stadtmauer, ich bin nicht hinter meinen Panzern, ich bin nicht geschützt, sondern ich bin jetzt mal offen, ich bin frei. Und durch diese Offensichtlichkeit, durch diese Freiheit kann ich Neues für mich mal üben, denn der rückläufige Merkur erlaubt euch das. Ja, vielleicht auch noch ein Hinweis darauf, dass ja eure Geburtstagszeit ansteht in 20 Tagen und ihr vielleicht auch noch mal Revue passieren lasst, was wichtig war in diesem Lebensjahr, was wichtig werden wird. Und dazu nutzt auch der rückläufige Merkur gut, ne? Revue passieren lassen und sich hinhängen. Im Augenblick nicht so viele neue Aktivitäten anstoßen. Einfach Passivität, mal beobachten, mal in sich kommen. Liebe Waagegeborenen, mit diesen Worten wünschen wir euch eine wunderbare Woche.
Damit sind wir beim Skorpion angelangt und für dich, lieber Skorpion, keine großen Veränderungen, aber der Vollmond, der ja im Wasserzeichen Fische stattfindet, ist auch für dich ein sehr schöner, eigentlich ein angenehmer Vollmond, denn immer wenn ein Wasserzeichen den Vollmond hat, dann strahlt das positiv auf dich. Dinge können zu Ende gebracht werden, die vielleicht längerfristig nicht funktioniert haben. Und ich würde sagen, da nicht mehr viel los ist, kann Roy uns gleich mal die Karte zeigen, die du hast. Und wow, ich weiß noch, letzte Woche war das eine Karte, da haben wir uns nicht so gefreut für euch. Oh. Aber diese Woche sieht es ja klasse aus. Also ihr seid vielleicht auch so die Protagonisten für rückläufige Planeten, liebe Skorpiongeborene. Und vielleicht gibt euch das die Kraft. Man sieht mal eine Person, die auf den Löwen reitet, die sagt, mein Gott, die haben die Unendlichkeitsschleife fast in der Hand. Ich spiele mit der so, weil ich weiß, ich habe mein Tier, ich habe mein Urvertrauen, das kann ich bändigen. Ich kann meine Urinstinkte freien Lauf lassen, aber ich kann sie auch immer wieder einfangen, weil ich habe einfach die Power. Und sie macht es spielerisch, sie macht es mit links, sie hat in ihrer linken Hand alles drin. Und sie reitet von dieser dunklen Hintergrundsilhouette weg, rein für den Moment, der ihr wieder einen neuen Morgen ankündigt. Ja, sehr schöne Karte, gefällt mir gut und hat auch noch was von dieser Venus in Löwenpower, von der ihr vielleicht ja auch profitiert habt. Ja, ich finde, damit können wir es eigentlich belassen, oder? Und dies waren unsere kraftvollen Worte für alle im Tierkreiszeichen Skorpion geboren sind. Der Schütze kommt an die Reihe und für dich, lieber Schütze, gilt Ähnliches wie für den Löwen und den Widder. Venus verlässt den Löwen. Für dich ist das nicht so schön. Es hat dir in den letzten Wochen doch immer wieder einigen Aufwind gegeben. Vor allem, weil dein Planet Jupiter ja im Augenblick rückwärts durch den Widder läuft. Also jetzt ist es vorbei mit dem Faulenzen. Du musst jetzt einfach wieder Gas geben, ob du willst oder nicht. Und Roy wird das hoffentlich mit den Karten oder der Karte, die er gezogen hat, bestätigen. Liebe Schützinnen und Schützen. Ja, im ersten Moment eine Karte, wo man sagt, oh Gott, was soll denn das? Ja, manchmal muss man sich auch mit den Schattenseiten auseinandersetzen. Und wenn nicht in Zeiten eines rückläufigen Merkurs, wäre vielleicht ein ganz guter Moment, herzugehen und sich mit Schattenseiten auseinanderzusetzen. Zu sagen, was ist denn eigentlich nicht so wirklich flockig gelaufen und warum? Habe ich vielleicht selbst dazu beigetragen? Habe ich vielleicht da nicht immer sauber gearbeitet und ein bisschen getrickst oder so? Also ihr seht schon, da ist Potenzial für eine Reflexion, aber auch Kraft, damit man anders und besser in die Zukunft geht. Dieser Teufel ist nicht a priori schlecht, sondern er weist uns nur hin, ich kann meine dunklen Seiten mit viel Kraft sichtbar machen und auch für mich erlebbar machen und dadurch auch verwertbar und ablösend gestalten. Das wäre eigentlich für euch, liebe Schützegeborene, meine Sicht. Ich finde es toll, dass die Leute hier den Teufel sehen. Ja. Es ist ja bei Wade und Smith nicht so. Ne? Also er sieht ihn, sie guckt weg. Ja, aber sie hat ihn wahrgenommen auf jeden Fall. Und das finde ich gut, dass man sie wirklich schon damit in Kontakt geht mit diesen Seiten, die man vielleicht nicht so gerne an sich wahrnimmt. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, liebe Schützegeborenen, mit diesen Worten wünschen wir euch eine tolle Woche. Der Steinbock kommt an die Reihe. Ja, lieber Steinbock, no news for you. Pluto weiterhin rückläufig in deinem Zeichen. Saturn weiterhin rückläufig im Wassermann, dein Herrscher. Es gibt einfach astrologisch für dich gerade nicht viel herauszuholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer vielleicht, dass Venus in die Jungfrau geht
und du dadurch ja in gewisser Weise auch bestrahlt wirst, denn Venus ist, ich meine, Jungfrau ist wie du mit der Erde verbunden, also ein bisschen mehr Geld könnte reinkommen oder aber auch dein Thema mit Selbstliebe, mit Self-Care, wie wir das heutzutage nennen, könnte gestärkt werden. Lass uns doch mal schauen, welche Self-Care-Karte der Ruhe gezogen hat. Das hilft aber nur, wenn du mit dem Self-Empowerment in dein Self-Life-Spirit gehst. Ganz genau. Und hier ist er schon, der nächste Ritter, den wir an diesem wunderschönen Tag haben. Wir sehen den Stabritter, der hier beginnt, sein Feuer nach vorne zu geben. Er wird das Pferd gleich mal antreiben, hat man das Gefühl. Er will in die Aktivität kommen, er will noch mehr galoppieren, um den Gegner aus dem Sattel zu stoßen, um einen Vorteil zu bekommen, einen Gewinn. Und von da gesehen ist das ein wunderschöner Stabritter, der euch, liebe Steinböcke, ganz gut nach vorne treiben kann. Ja, ich finde, das ist auch wieder eine sehr dynamische Karte. Ja. Ich glaube, die Steinböcke hatten in letzter Zeit öfter solche dynamischen Karten. Finde ich auch eine super gute Karte, selbst wenn astrologisch gesehen nicht so viel los ist. Von daher, habt Spaß. Die Steinböcke sind da vielleicht ein bisschen verschlossen und zeigen nicht alles, was sie alles können. Das waren unsere Worte für alle, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind. Sehr schön. Ich muss die Karte immer wegnehmen. Ja, beim Klingeln. Ich finde, das sollte man anders machen, aber darüber reden wir nochmal. Genau. Liebe Wassermänner, auch für euch no news. Saturn weiterhin rückläufig in eurem Zeichen. Uranus direktläufig im Stier. Nein, er ist jetzt stationär, nah am Mondknoten und verlangt von euch weiterhin Berufung, Berufung, Berufung. Geh deinen Weg und mach endlich was. Komm in die Aktion, red nicht nur darüber. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist wirklich nicht viel los für euch. Und Roy wird uns jetzt sicher auch noch zeigen, welche Karte damit in Verbindung steht. Aha. Ja, es ist mal wieder eine Karte, die mit Gedankenaustausch, wir haben hier die 8 der Schwerter und wir sehen auch, dass wir nicht nur eine oder zwei Personen haben, nee, wir haben eine ganze Ritterschar. Man sieht sie hier, hier stehen mal drei, hier steht einer, hier kniet einer, also ihr seht schon, die geben die ganze Ehrerbietung dieser, vielleicht ist es eine Prinzessin, vielleicht ist es eine Königin, völlig ab. Die 8 der Schwerter zeigt uns auch, dass wir unsere Gedanken bündeln können, dass wir unsere Gedanken nach vorne werfen können. Wir haben hier auch eine tolle Basis, auf die wir aufbauen können, nämlich unten diese 4. Oben hängen 4 an der Wand. Und die zeigen speziell unseren Wassermann-Geborenen, dass sie wieder mal intellektuell eine schöne Woche vor sich haben. Ich kann die Karte nicht verstehen. Was ist denn da zu sehen? Ist die Frau gefesselt? Nö, die steht einfach da und nimmt die Ehrerbietung gegen. Er kniet vor ihr und die anderen warten. Das sind wahrscheinlich der Prinz und hinten sind die Ritter. Ja, komische Karte. Er kniet vor ihr. Er anerkennt ihre... Ist der gefesselt? Nö. Doch. Nö, ist wahrscheinlich nur... Doch, die ist der... Doch, der das ist nur... Die sind beide gefesselt. Nee, niemals. Ich würde von eher sagen, er ist Casanova und sie haben ihn gerade... Na, da hätte ich gerne noch mal einen Faktencheck. Also die Karte verstehe ich gerade nicht, aber du hast sie uns ja gut erklärt. Ich kenne das Deck halt nicht, von daher muss ich... Ich immer hinterfragen. Ja, sowieso, das tue ich auch, wenn ich was kenne. Aber ich... bin mit deiner Interpretation trotzdem einverstanden. Dankeschön für dieses Lob und mit diesem Lob, liebe Wassermänner, wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Und ganz besonderes, ein ganz besonderer Gruß geht auch noch an alle Wasserfrauen. Hm.
mach jetzt was Gutes. Die Iris würde das gern hören. Ja, die Iris kriegt sicher was Gutes oder auch nicht. Das ist dann deine Schuld. Du hast die Karten gezogen. Ich habe was Gutes für alle Fische zu vermelden, denn wir haben jetzt den Fische-Vollmond am Sonnabend um 12 Uhr. Also 11.59 Uhr. Und für uns Fische bedeutet das, dass alles, was seit Neumond in den Fischen, das war im März der Fall, passiert ist, dass all das jetzt in Bewegung kommt oder sich auflöst. Dinge, die funktionieren sollten, die ihr in dieser Zeit im März ja in euch wachgerufen habt, die sollten jetzt in Erfüllung gehen. Und Dinge, die nicht so, ja, die eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, die irgendwie eine Luftblase waren, die könnten jetzt platzen. Aber auf jeden Fall solltet ihr euch am Sonnabend Zeit nehmen, um in der Mittagszeit ein schönes, persönliches Vollmondritual für euch zu gestalten. Das würde euch gut tun. Da tankt ihr auf und verbindet halt eure Seele immer mehr mit der Erde und kommt auf den Boden der Tatsachen. Und Rui hat dazu eine interessante Karte gezogen. Eine wichtige Karte. Wir haben es hier mit den 6 der Stäben zu tun. Mhm. Und diese 6 der Stäbe, die zeigt uns, dass wir bereit sein dürfen, unseren Weg zu gehen. Und zwar unabhängig, was kommt. Denn wir sind gerüstet, wir haben durch diese 6 Stäbe eine Sicherheit. Wir können jeden Weg gehen, auch wenn Gefahr möglich ist, und wir durchschreiten nicht nur emotional Wasser, sondern wir gehen auch hier weiter an Land und wir gehen einfach, weil wir wissen, wir sind gut behütet, wir sind gut beschützt, nicht nur durch die 6 Stäbe, sondern auch durch die Zahl Nummer 6, nämlich die doppelte Zahl der Geistlichkeit, des Spirits. Und das bringt uns in die Sicherheit, dass wenn wir uns bewegen, wenn wir weitergehen, dass uns nichts passieren kann. Ja, die Karte hat ja den Untertitel Sieg und sagt immer, halte deinen Fokus, geh deinen Weg und hab dein Ziel klar. Auch das ist etwas, was mit Vollmond sicher in Verbindung steht. Wie gehe ich jetzt in meinen Herbst, fragt uns dieser Vollmond. Und ja, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Ja, liebe Fischegeborene, dies waren unsere Worte für euch und die nächsten Tage. Habt eine sehr schöne Zeit, würde ich sagen. Nein. Wir haben ja noch was Wesentliches vergessen. Nämlich wir sind doch nicht fertig. Quintessenz. Ja, liebe Kirsten, bist du bereit? Ja, ich muss dafür mal meinen Taschenrechner zücken. Dann hole ich nochmal die Karten hervor. Und nämlich die der letzten 12. Ganz genau, warte mal bitte. Dann lege ich mal hier nochmal den Spirit Guide daneben über Kirsten. Und ich habe den Taschenrechner noch nicht gefunden. Ja, ich höre. Okay, wir haben 0 mit dem Kelchritter und wir haben die 5 Münzen. Wir haben die 8 Münzen. 13. Wir haben die 6 Münzen. 19. Wir haben die 20. 39. Wir haben die 7. 46. Wir haben die 12. 58. Wir haben die Kraft. 11. 69. Wir haben den Teufel mit 15. 84. 0. Wir haben die 8. 92. Und die 6. 98. Und damit kommen wir auf die 17. Und ihr draußen wisst natürlich schon längst wieder, was die 17 ist. Auf jeden Fall ist sie was, was mir persönlich immer gut gefällt. Die Karte kann ich gut leiden. Und da haben wir ja Glück. Ich schaue gerade. Das Gute an diesen Karten ist, dass das so fett draufsteht. Da kann man die Titel echt nicht übersehen. Die 17. Oh, hier sind aber viele Karten, die auch sehr hübsch sind. Ja, da ist sie. Soll ich sie hinlegen? Ja, natürlich. Und also wenn ich mir das angucke, dann denke ich, Fische-Vollmond. Das ist eine super Reihe im Vordergrund. Ne? Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Darstellung des Sterns. Und da geht es ja um unsere Visionen, unsere Träume, unsere Hoffnungen. Unsere Ängste. Das ist auch die Karte der Astrologen, die Karte des Ankers, den wir setzen sollen, um richtig weiterzukommen. Und aber auch die Karte unseres Leitsterns. Ja. Also, wir kommen zurück auf das Thema Fokus setzen und unsere Träume wahr machen. Ganz genau.
Würdest du dazu noch etwas ergänzen wollen? Lebt euren Stern. Nee, im Ernst, eine sehr tolle Karte für die nächste Woche. Ich freue mich auch schon, diesen Stern für mich in meine Woche reinzunehmen. Du nimmst den Stern in deine Woche rein? Diesmal nehme ich meinen Stern. Ah, da bin ich aber gespannt. Ah, ja, ich bin da leider nicht dabei, wenn er seinen Stern in sich reinnimmt, aber vielleicht machst du ein Video und schickst es mir. Oh, dann kannst du was lernen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein, für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auch schon auf eure Kommentare. Ihr wisst, ne, die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schickt euch unsere Kommentare, damit wir wissen, vielleicht gibt es etwas, was euch besonders gefallen hat. Und wenn ihr liken wollt, wir freuen uns über alle Feedbacks von euch. Vielen Dank, Kirsten, für die Technik und wir wünschen euch da draußen eine tolle Woche und vergesst bitte nicht, never give up. Indeed.